Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Evelyn Farkas. Das ist meine Kollegin Frau Schulze. Hallo. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der Prüfung Startdeutsch 2. Die Prüfung hat 3 Teile. Wir beginnen mit dem Teil 1 und wollen uns ein bisschen kennenlernen. Zuerst stelle ich mich Ihnen vor. Ich bin Deutschlehrerin von Beruf. Ich komme aus Deutschland, lebe in München, lebe sehr gern in München. Ich spreche einige Sprachen, Deutsch als Muttersprache. Ich spreche aber auch Ungarisch und ein bisschen Englisch und Russisch. Neben meiner Arbeit habe ich auch Hobbys. Ein Hobby ist Wandern in den Alpen oder an der Ostsee schwimmen oder für meine Familie kochen. Nun wissen Sie etwas über mich. Bitte stellen Sie sich auch etwas vor. Diese Wörter können Ihnen helfen. Beginnen Sie bitte. Ich bin Amin und ich bin 25 Jahre alt. Mhm. Ich komme aus Saudi-Arabien und ich spreche Arabisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Mhm. Und ich bin Arzt vom Beruf und meine Hobbys sind Schwimmen und Fußballspielen. Aha. Arbeiten Sie in Saudi-Arabien als Arzt? Ja. Mhm. Und welche Spezialität haben Sie? Chirurgie. Aha. Und warum lernen Sie Deutsch? Von beruflichen Gründen. Mhm. Ich möchte arbeiten in Deutschland. Oh ja, wir brauchen viele Ärzte im Moment und Chirurgen besonders. Dankeschön. Und jetzt Sie bitte. Ja. Mein Name ist Yahya Al-Zahrani. Ich bin 39 Jahre. Ich komme aus Saudi-Arabien auch. Aha. Ich wohne in München, in Marienplatz. Meine Mutterlang sprechen ist Arabisch, aber ich spreche Englisch mit ein bisschen Deutsch. Ich bin Arzt im Beruf, Neurologie. Mhm. Mein Hobby ist auch Schwimmen mit Reisen. Mhm. Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Vor 2 Monaten. Aha. Hier vor 2 Monaten. Und wie lange lernen Sie schon Deutsch? Vor 6 Jahre. 6 Jahre. Ja. Mhm. Also 2 Ärzte in Deutschland. Ja. Das ist sehr interessant. Danke. Bitte. Das war der erste Teil der Prüfung. Wir kommen nun zum zweiten Teil. In diesem zweiten Teil sollen Sie ein Gespräch führen über ein Alltagsthema. Unser Thema ist das Wochenende. Als erstes wählen Sie bitte jeder 2 Karten. Okay. Und ich habe für jeden von Ihnen noch eine freie Gesprächskarte. Okay. Meine Kollegin und ich, wir geben Ihnen ein Beispiel. Wohin gehen Sie am Wochenende zum Essen? Am liebsten esse ich zu Hause mit meinem Freund, aber manchmal gehe ich auch zu meinen Eltern. Aha. So, also ist das gedacht. Sie fragen, Sie antworten wie ein Ping-Pong. Ja? Können Sie beginnen? Ja. Mit wem gehst du ins Kino am Wochenende? Mit meinem Frau. Wann geht es so Supermarkt am Wochenende? Am meisten am Sonntag. Was machst du gehen am Wochenende? Zum Kino gegangen. Mhm. Wie lange spielen im Wochenende? Fußball spielen im Wochenende? Ja, manchmal 2 Stunden am Samstag. Und
Wie lange schläfst du am Wochenende? 10 Stunden. Was machst du heute Abend? Und was machst du in der Wochenende? Ich spaziere gehen und mit Freunden treffen. Yes, okay. Ja, das war der zweite Teil. Darf ich die Karten zurückhaben? Ja, bitte. Bitte schön. Dankeschön. Es bleibt der dritte Teil. Im dritten Teil sprechen Sie über einen gemeinsamen Abend. Sie wollen zusammen an einem Abend etwas machen. Jeder hat Ideen, andere Ideen. Sprechen Sie über die Ideen und finden Sie am Ende eine Aktivität. So, was machst du heute am Abend? Ich möchte mit meinen Freunden treffen. Ja, aber lieber, wir können kochen. Nein, ich habe nicht gut kochen. Meine Frau ist gut kochen. Was denken Sie? Musik hören. Was du? Das ist langweilig. Ich denke lieber, wir können spazieren gehen. Nein. Warum? Heute? Ja, heute Abend. Nur ich habe nicht Zeit heute. Magst du ein Foto machen heute? Na, aber am Abend, das ist sehr dunkel und ich denke, grillen ist besser. Ist okay. Ja, grillen? Grillen. Das geht. Ja, das wird. Okay. Gut wird für mich, ja. Und wo grillen Sie? In mein Haus. Ist okay, gut. Ja, Sie können kommen, ja. Warum nicht, ja. Danke. Bitte. Bitte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Das ist das Ende Ihrer Prüfung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.